Inhaber Wolfgang Luksch verkündet in seiner Edeka-Filiale in Würzburg eine neue Regel. Kunden dürfen ihre Waren vor dem Bezahlen nicht in mitgebrachten Taschen oder Rucksäcken unterbringen. Sehr verehrte Kunden, bitte beachten Sie, dass Ihre Einkäufe vor der Bezahlung nicht in Rucksäcken oder Taschen verstaut werden dürfen, informiert ein Plakat im Laden. Luksch reagiert damit auf eine Zunahme von Diebstählen. Die Maßnahme soll das Bewusstsein schärfen, dass das Befüllen eigener Taschen vor der Bezahlung als versuchter Diebstahl gesehen werden kann. Luksch erklärt, 8 von 10 Kunden würden eigene Taschen nutzen, doch er betont, nicht jeder, der etwas einsteckt, ist ein Dieb, um Gottes Willen. Sein Ladendetektiv müsse jedoch überprüfen können, ob die Waren bezahlt werden.